sieht es jetzt erstmal nach einem Fahrsimulator aus. Ja, das ist es auch. Allerdings gibt es hinter dem Fahrsimulator natürlich einen Zweck. Das werden Sie dann merken, wenn Sie mal mit dem Fahrzeug fahren. Okay, das heißt, das Auto fährt aber nicht autonom. Ich fahre ganz normal, so wie ich es aus dem Straßenverkehr. Es könnte auch ein autonomes Fahrzeug sein, aber der Effekt für den Fahrer ist sehr viel größer, wenn der Fahrer selber erlebt, was mit dem Fahrzeug passiert. Okay, dann fahre ich. Sie können mal jetzt los. Ganz normal losfahren, wie Sie das im normalen Straßenverkehr kennen. Genau. Okay, und los geht's. Es gibt grüne und rote Ampeln, auf die wir auch bitte etwas achten. Und damit das auch passiert, haben wir auch ein paar simulierte Polizeifahrzeuge im Straßenverkehr. Okay. Und ansonsten können Sie so fahren, wie Sie das im Privatleben auch kennen. Also so weit würde ich sagen. Sie sollen sich jetzt nur mal so ein bisschen an das Fahrzeug gewöhnen. Ups, oh. Boah. Was war jetzt? Was ist ich jetzt passiert? Ich habe nach rechts gelenkt und habe links einen Unfall gebaut. Gelenkt. Und Sie haben das ist aber jetzt nicht die Technik, die IBM verkauft. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Das ist jetzt natürlich in die Simulation eingebaut. Was wir jetzt gemerkt haben, ist der Umstand, dass sich offensichtlich jemand in Ihre Steuerung, in die Steuerung des Fahrzeugs von außen eingehackt hat. Das hat jetzt einen Sicherheitsvorfall gegeben. Der Hacker steht jetzt nur wirklich hier genau hinter uns. Der könnte aber auch ein paar hundert Kilometer von uns entfernt sein. Und der könnte sich nicht nur Ihr Fahrzeug oder unser Fahrzeug hier als Beispiel genommen haben. Der hätte diesen Eingriff ja jetzt auch für 100.000 Fahrzeuge gleichzeitig unternehmen können. Stimmt. Sehen, das ist, was das ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Genau. Für mich hat er jetzt mich gehackt, aber theoretisch kann er auch die ganze Stadt auf einmal hacken. Der hat Sie jetzt als Individuum in den Gegenverkehr gesteuert, schlimm genug. Da haben wir eine rote Ampel, aber... Na, ich habe gebremst, ganz normal. Siehst du wohl, jetzt hat Ihnen nämlich jemand die Bremse ausgeschaltet. Das heißt, Sie gehen zwar vom Gas, aber das Fahrzeug und gehen auf die Bremse, aber das Fahrzeug fährt trotzdem weiter. Okay, ich drücke auch gar nicht aufs Gas und trotzdem jetzt beschleunige ich gerade die ganze Zeit. Jetzt beschleunigt das Fahrzeug, ohne dass Sie selber noch irgendwelchen Einfluss drauf aber haben. Aber bremsen kann ich noch. Bremsen wenigstens können Sie. Der Hacker war jetzt also nicht so gemeint, dass er Ihnen alle Kontrolle weggenommen hat, aber es ist natürlich, das bewegt sich ja alles im Sekunden- und Millisekundenbereich. Das ist also hochgefährlich, wenn sowas passiert. Und diese Gefahr besteht für autonom fahrende Autos oder besteht die auch für Autos, die wir jetzt schon alle in der Garage stehen? Die besteht für Autos, wie sie heute vom Band laufen, denn die haben teilweise 100 Steuergeräte für ABS, für Steuerungsassistenten, hunderterlei Themen. Jedes dieser Steuergeräte hat eine Software in sich. Die Software wird heute real-time geflasht. Wenn der Hersteller der Meinung ist, es müsse eine neue Version dann raus, dann wird das Update dann einfach das übers Update Internet übers Internet und über die Kommunikation, die das Auto eingebaut hat, eingespielt. Soweit ja auch alles gut, solange das den Spezifikationen entspricht. Wenn sich aber an dieser Stelle jemand einhackt und Ihnen eine andere Software aufspielt oder Ihnen direkte Kommandos in den aktiven Fahrablauf einspielen kann, dann wird es gefährlich. Das heißt, was kann IBM dann gegen einen solchen Hackangriff machen? Eine Firewall einbauen jetzt zum Beispiel? Jetzt sind wir genau an dem Punkt, weswegen die IBM dieses Thema für sich entdeckt hat. Wir machen seit, ich wollte sagen, fast 100 Jahren im Business-to-Business, im klassischen IT-Umfeld Sicherheitslösungen und expandieren mit diesem Thema jetzt auch in neue Geschäftsfelder wie das Internet of Things, wo das Fahrzeug auch dazugehört. Und eben nicht nur das autonome Fahrzeug, sondern auch das heutige vom Band laufende Allerweltsfahrzeug, das zumindest theoretisch solchen Gefahren unterliegt. Die IBM hat sich auf die Fahnen geschrieben, an dieser Stelle eine Sicherheitsarchitektur einzuziehen und mit gezielten Softwarekomponenten dagegen vorzugehen. Sicherheitsarchitektur heißt, dass man die Sicherheitsmechanismen, die die Automobilhersteller heute auf der Ebene der einzelnen Steuergeräte etabliert haben, die aber zueinander teilweise inkompatibel sind, dass man das auf eine gemeinsame Ebene stellt und dass man auf dieser gemeinsamen Ebene dann Dinge wie Encryption, also Verschlüsselung von Informationen, Authentifizierung, Autorisierungsaspekte, sich überhaupt erstmal identifizieren zu müssen, solche Aspekte mit reinbringt. Wenn ich aber jetzt schon ein Gerät besitze, das dieses Zertifikat hat, dann kann ich das vielleicht trotzdem umgehen, oder nicht? Also die Fahrzeuge, die vor 5 Jahren ausgeliefert worden sind, denen würde ich nicht hundertprozentige Sicherheit an der Stelle attestieren. Man hat allerdings den Sicherheitslevel relativ hoch gemacht.
100% Sicherheit gibt es in keinem System. Man kann allerdings durch die Annäherung an die 100% die Schwelle für mögliche Angreifer so hoch setzen, dass es nicht mehr rechnet oder nicht mehr rentiert. Da sind wir jetzt aber auf einer sehr philosophischen Ebene. Es sind bereits Funkfernsteuerungen gegeben, das weiß man. Ich will es mal auf eine praktische Ebene bringen. Hätte dieser Fahrsimulator oder eben auch dieses echte Auto, wenn wir mal davon ausgehen, diese IBM Security drin, jetzt, wäre mir das dann jetzt passiert? Jetzt und heute noch nicht. Ja? Okay. In der Zukunft schon, in einem Jahr ist das wahrscheinlich dem einen oder anderen Fahrzeug drin. Einzelkomponenten davon sind bereits heute im Einsatz. Im Sinne einer umfassenden Sicherheitsarchitektur, die sämtliche Steuergeräte umfasst und sämtliche Datenflüsse umfasst, da sind wir erst relativ am Anfang, aber weiter als viele andere in dem Markt. Und wir arbeiten dort auch sehr intensiv mit den Automobilherstellern und mit den Key-Automobil-Suppliern. Und das ist wahrscheinlich auch so in der Themenagenda ein bisschen nach oben gerückt, jetzt wo es immer mehr in Richtung autonomes Fahren oder auch Fahrassistenzsysteme geht, die ja schon eingreifen. Also insbesondere mit den Fahrassistenzsystemen, das Thema autonomes Fahren findet ja bislang hauptsächlich noch im Labor statt. Ja. Aber die Fahrerassistenzsysteme sind seit 5 oder 10 Jahren im tagtäglichen Einsatz und die Vorfälle haben sich Gottlob noch nicht in größerer Anzahl ereignet, aber rein theoretisch kann es passieren. Es macht aber natürlich absolut Sinn, wenn mein eigenes Auto in mein Lenkverhalten eingreifen kann, eben ein Spurhaltesystem, dann kann das natürlich auch einer von außen, der die richtigen Mittel hat. Das macht absolut Sinn. Dem müssen wir die entsprechenden Mittel einfach nehmen. Oder so hohe Sicherheitshürden einbauen, dass es einfach nicht mehr realistischerweise möglich sein wird. Wie schnell muss diese Entwicklung passieren? Wie schnell muss ein solches Sicherheitssystem, wie es IBM bietet, in die Autos? Je früher, desto besser. Wenn es im nächsten Jahr in sämtlichen Serienfahrzeugen drin ist, sind wir als IBM froh, denn dann haben wir viel entsprechendes Geschäft mit den Automobilherstellern gemacht. Und gleichzeitig viel Sicherheit gebracht. Das Sicherheitsaspekt ist dann hoch. Sie müssen auch bedenken, man muss sowas nicht nur über den Auslieferungszeitpunkt eines Fahrzeugs betrachten. Ja. Fahrzeuge, die auf die Straße kommen, bleiben da 10 Jahre, 15 Jahre. Ja. Sie müssen auch Bedrohungen, die erst in 5 Jahren entstehen, dann in 5 Jahren auch wieder abfedern können. Das genau setzt diese Sicherheitsarchitektur. Da wird man allerdings trotzdem auch ein Update brauchen. Natürlich, weil so schnell wie die Entwicklung derzeit ist, kann auch IBM das nicht schon 5 Jahre voraussehen. Aber das ist sicher die Komponente, die am sichersten im ganzen Fahrzeug sein wird und die man vermutlich nicht over the air wird updaten können. Da geht man wahrscheinlich am besten immer noch in die Werkstatt für so. Das macht dann auch Sinn, weil sonst macht man sich ja wieder angreifbar, wie beim Computer zu Hause auch, der vielleicht ein Antivirussystem hat, vielleicht eine Firewall hat, aber trotzdem bei einem Download sich ein Virus einfangen kann. Genau. Dann vielen, vielen Dank und auf die Sicherheit in den Autos. Auf die Sicherheit, danke.